Ja, auch die Welt der Elektrohausgeräte wird von Jahr zu Jahr immer moderner und vor allen Dingen intelligenter und dadurch smarter und nimmt einem natürlich auch sehr viel Arbeit zu Hause ab. Wir sind beim Spezialisten Miele. Hallo liebe Caroline, du zeigst uns jetzt was ganz, ganz, ganz Tolles, Innovatives, Großartiges, wie jeder zu Hause kinderleicht und ohne große Aufwendung kochen kann. Genau, ich zeige dir heute einmal unser Feature Smart Food ID. Smart Food ID. Smart Food ID. Mit Hilfe unserer Kamera und künstlicher Intelligenz erkennen wir das Gargut, was du als Nutzer in den Backofen führst. Und alles andere machen wir für dich. Das heißt, hier ist jetzt gerade eine Pizza drin. Genau. Und man hat immer so Angst, in so einen hellen Backofen reinzufassen, dass es heiß ist. Ne? Also das ist jetzt eine Pizza. Und die habe ich gerade aus meinem Gefrierschrank genommen beispielsweise. Mhm. Und die lege ich jetzt hier rein. Mhm. So, also das ist mein klassischer Anwendungsfall. Genau. Und die lege ich jetzt hier rein. Und was muss ich dann genau tun? Gar nichts mehr. Die schließt die Tür. Ja. Wir sehen jetzt, eine Gargut-Erkennung läuft und erkennt von kürzester Zeit, dass es sich um eine gekühlte Pizza handelt. Sie hat jetzt erkannt, dass es eine Pizza ist. Genau. Die Pizza wird mir angezeigt. Genau. Ja. Und da wir wählen dir jetzt den passenden Betriebsmodus aus, die Temperatur und die Dauer, um deine Pizza am Ende perfekt zu erzeugen. Jetzt waren wir ein bisschen zu langsam. Ja. Wir müssen noch mal einmal die Tür aufmachen. Ah, okay. Und noch mal dann erkennt er das noch mal neu, weil es kann ja jetzt sein, dass ich was ausgetauscht habe. Genau. Und dann, ich will das selber mal machen. Mach mal. Darf ich? Genau. Okay, also ich drücke einfach auf okay. Genau. Und das war's. Das war's jetzt schon. Das war's. Also der weiß jetzt schon, okay, Pizza, 14 Minuten. Mhm. Und dann ist alles gut. Genau. Und das funktioniert natürlich nicht nur bei Pizza. Ne? Es funktioniert für ungefähr 20 verschiedene Gerichte aktuell. Genau, wir suchen die Betriebsart für dich aus und die Temperatur. Und in 14 Minuten stoppen wir das Programm und sagen dir Bescheid, dass deine Pizza fertig ist und du kannst sie genießen. Also ich kann gar nichts mehr falsch machen eigentlich. Vor allen Dingen kann die nicht verbrutzeln oder so. Also dieser Klassiker, dass man oft denkt, wären doch noch ein paar Minuten besser gewesen oder die paar Minuten waren zu spät. Genau. Ja, man ist irgendwie in die Serie vertieft und man hat nicht drüber nachgedacht und es hat schon gepiepst. Mhm. Wie ist das? Könnte er mich dann auch benachrichtigen? Du kannst jederzeit in deiner App auf dem Telefon nachgucken, wann dein Gericht ist. In der Miele-App. In der Miele-App, Home-App, kannst du jederzeit nachgucken, wie weit dein Gericht ist und wann es fertig ist. Ja. Du kriegst eine Benachrichtigung, wenn es fertig ist. Wir sehen es auch hier, du kannst auch, wenn du gemütlich auf der Couch sitzt und auf deine Pizza wartest und deine Serie vertieft bist, kannst du jederzeit dir den Zustand deines Gerichtes angucken. Also das ist jetzt... Das Bild außen kam aus dem Ofen. Das ist die Pizza jetzt, ja, ne? Das ist deine Pizza. Das ist ja sagenhaft. Das heißt, ich kann jedes Mal, ich zeig das mal, das heißt, ich kann immer sehen, wie sieht es gerade in meinem Backofen aus. Genau. Also ich finde, das ist eine Sache, die mir sehr viel Sicherheit geben würde. Ja? Dass ich immer mal wieder kontrollieren kann, wie weit ist die Ente gerade. Sicherheit und du musst nicht mehr dran denken. Ja, ich muss nicht mehr dran denken. Genau. Und in dieser App natürlich, das ist die Miele smarte App. Das heißt, in dieser App habe ich natürlich auch meinen Vollwaschautomaten, ich habe meinen Trockner, ich habe meinen Geschirrspüler. Das habe ich dann quasi alles in diesem System mit drin. Hat man alles vernetzt. Und zusätzlich zu unserem Kamerabild, du musst das nicht für dich behalten, die Pizza. Ja. Du kannst auch das erzeugte Bild an deine Freunde und Familie schicken. Ja, das heißt, ich kann natürlich dann sagen, hier, guck mal, was ich für ein toller Koch bin. Genau. Ja, und in Wirklichkeit hat es Miele für mich gemacht. Ja. Ich kann damit natürlich richtig gut angeben. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man das den Kindern im Haushalt schickt und sagt, dann sind die vielleicht ein bisschen schneller motiviert, zum Essen zu kommen, wenn die direkt das Bild dazu sehen. Also ich finde das fantastisch. Und wir haben ja in den Anfängen von Smart Home sehr viele Dinge erlebt, wo man mehr sagen konnte, das sind eher Gimmicks. Braucht man die wirklich? Sind das wirklich nützliche Sachen? Aber das finde ich, das sind schon sehr nützliche Sachen, die Miele da verbaut, die mir wirklich auch im Alltag helfen und die natürlich auch helfen, nachhaltiger zu sein. Denn die Pizza, die verbrennt, ja, die muss ich wegschmeißen. Und also ist der Faktor Genuss und der Faktor Nachhaltigkeit natürlich auch ein absolut wichtiges Thema. Wir lassen den Backofen nicht länger laufen, als es sein muss. Eben, ne? Nicht länger, als er muss. Und ich glaube, wenn man das mal so summa summarum zusammenzählt, wie viele Backöfen oder
auch andere Elektrohaushaltsgeräte einfach so länger laufen müssen, nur weil sie falsch bedient werden oder weil man vielleicht Sorge hat, sie nicht richtig zu bedienen, genau. Dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und dazu noch, das Essen ist perfekt. Das Essen ist perfekt. Es ist mein Backofen. Ja. Das ist ganz klar. Ja, und wenn Sie sich noch für viele andere tolle, spannende Neuheiten auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin freuen, dann ja, bleiben Sie unserem Channel treu. Schauen Sie auf allen Social-Media-Kanälen vom Plus X Award, welche Innovationen es sonst noch so gibt auf der Funkausstellung in Berlin. Bis dann. Tschüss.